Hi Leute, hier ist wieder Farewell und willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass ich mehr Parts davon mache und sieht aus, als würdet ihr jetzt den zweiten Part sehen. Wir steigen einfach mal in ein Spiel ein und diesmal ist es eine Partie Rush. Ich habe euch ja auch erzählt, dass es diesen Spielmodus gibt und dass ich ihn äußerst innig liebe. Und insofern spielen wir jetzt zusammen eine Partie Rush auf der Karte Nelson Bay, eine äußerst beliebte Karte, die ich mittlerweile nicht mehr sehen kann. Naja, wir sind wieder Sturmsoldat, weil hier ein Pionier nicht lohnt und wir springen direkt ins Spiel. Ich habe letztes Mal vergessen, eine sehr interessante und wichtige Mechanik zu erwähnen. Und zwar seht ihr diese grünen Jungs da vorne. Das sind meine Squad-Member. Ihr habt am Anfang des Spiels und auch während des Spiels eine Möglichkeit, einem Squad beizutreten. Solltet ihr das tun, habt ihr sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen könnt ihr bei euren Squad-Membern direkt spawnen. Das heißt also, ihr müsst nicht immer wieder sterben. Doch, sterben müsst ihr sowieso. Aber ihr müsst nicht immer wieder den ganzen Weg von der Basis zurücklaufen, sondern könnt direkt ins Geschehen hineinspringen. Und jegliche Interaktion mit euren Squad-Membern gibt euch Bonuspunkte. Normaler Nachschub zum Beispiel bringt nur 10 Punkte. Wenn ihr einen Squad-Member mit Munition versorgt, bringt das Ganze 20 Punkte. Das ist auch nicht so viel, aber das läppert sich, glaube ich. Oha. Oh, die Runde ist relativ schnell vorbei. Ich habe ja noch 26 Tickets und beide Basen stehen noch. Das ist ärgerlich. Ich habe letztes Mal noch ein paar so Sachen vergessen zu erwähnen, aber wir haben ja auch nicht viel Zeit. Eine wichtige Sache hier in diesem Spiel ist Koordination. Wenn ihr euch gut koordinieren könnt mit euren Gruppenmitgliedern, wie ich es offensichtlich nicht kann, weil ich ein ziemlicher Einzelgänger manchmal bin, dann werdet ihr auch Erfolg haben. Am lustigsten ist dieses Spiel tatsächlich, wenn ihr so ein paar Real-Life-Freunde habt, die das Spiel auch haben, euch zusammen in ein TS setzt, einen gemeinsamen Server findet und dann einfach mal eine Partie zockt. Ihr werdet begeistert sein, wie einfach ihr Gegner flankieren könnt und wie viele Abschüsse ihr dadurch macht, weil die sich einfach nicht verteidigen können. Zumindest sollten sie sich nicht verteidigen können, wenn ihr euch ein bisschen analysiert. Ja, also das ist also wirklich der Punkt, wo dieses Spiel meiner Meinung nach die größte Stärke hat. Einfach dieses Kommunikative mit euren Freunden zusammen einfach mal einen Abend umsetzen und eine gute Zeit zusammen haben. Wir sehen schon, wir haben hier so einen kleinen Frontenkrieg. Ich versuche mal diese Front dazu umgehen. Hoffentlich ist da kein Snapper, obwohl das ist überall. Ja gut, wir sind so gut wie tot, wir haben noch 14 Tickets und wir machen, glaube ich, noch eine zweite Partie zusammen. Noch was zum ersten Part. Er war gerendert im 800x450 Format. Ich dachte, das wäre ein Breitbildformat. Ist es normalerweise offensichtlich auch, aber nicht bei YouTube. YouTube ist also als Breitbildformat offensichtlich nur 640x480 oder 1280x700, schieß mich tot. Da letzteres im Feld, weil die Daten zu groß werden und ich im Moment noch eine 3000er Leitung habe mit einem 100 Megabyte Upstream, ja, glaub es mir, kann ich das nicht... Kann ich das nicht bieten? Insofern werden wir erstmal keine HD-Videos machen. Allerdings haben wir durchaus vor, zu diesem Blutsauger von T-Online zu wechseln und dann kann ich auch HD-Videos hochladen, weil es dann eben nicht mehr 600 Minuten dauert. AKA 10 Stunden. Ohne Scheiß, ich habe dann eine Meldung gekriegt, dass ich 10 Stunden ein verdammtes Video hochlade. What the fuck? Was zu erwarten? Es ist in einem Frontenkrieg ausgeartet und keiner hat diese Fronten umlaufen. Sobald man das nicht mehr kann, hat man eigentlich verloren als Team. Diesmal habe ich mir sogar gemerkt, eine Stoppuhr zu stellen. 70 Punkte. 70 Punkte, Leute. 70 Punkte. Ich wusste doch, ich fehle. Sobald man das nicht mehr kann, sobald man sich auf den Frontkrieg einlässt, hat man eigentlich verloren. Das hat zumindest meine Erfahrung gezeigt. Was ist die nächste Karte? Wechseln wir einfach nur Seiten oder? Ja, wir haben einfach nur die Seiten gewechselt. Jetzt verteidigen wir. Ja gut, da bleibe ich einfach mal Sturmsoldat. Das ist meine Lieblingsklasse, muss ich euch ehrlich sagen, Leute. Außerdem, das ist eine gute Möglichkeit, um über das Sternesystem zu sprechen. In diesem Spiel gibt es ein System, das euch ermöglicht, wenn ihr eine Waffe sehr lange benutzt, dafür Sterne zu kriegen. Erst den Bronze Star, dann den Silver Star, dann den Gold Star und dann den Platinum Star. Alle 100 Kills kriegt ihr einen Gold Star und ab 1000 Kills mit einer Waffe kriegt ihr einen Platinum Star. Der ist 10.000 Punkte wert, lohnt sich also wirklich, den zu erreichen.
beziehungsweise den freizuspielen. Er bringt euch nichts weiter, aber ihr habt halt 10.000 Punkte. Und jeder Goldstar ist nochmal 5.000 Punkte wert. Und wenn man sich das mal zusammenrechnet, man braucht für einen Platinum-Star 10 Goldstars. Und das sind 10 mal 5.000 plus 10.000. Ist doch schon eine ganze Menge. So, wir sind ein bisschen offensiv, obwohl wir in der Verteidigung sind. Das wird normalerweise nicht gern gesehen, also lasse ich das mal. Sieht gut aus. So, was haben wir denn hier? Ich kann keine Sniper, sonst kriege ich gleich einen Kopfschuss und dann war's für mich. Ich bin auf deiner Seite. Ja. Ein bisschen Munition. Ich habe schon über sehr viel in diesem Spiel gesprochen. Und, ja. Es gibt nicht mehr wirklich viel, was ich eigentlich technisch über das Spiel sagen kann. Ich kann jetzt eigentlich nur noch darüber reden, was ich hier gerade versuche und wieso ich das tue. Hilfe bei Kill, natürlich. Natürlich, das ist immer so. Es ist das Frustrierendste an diesem Spiel. Hilfe bei Kills. Weil es euch eigentlich sagt, ja, Leute, ein netter Versuch, aber you fail. Und 10 Punkte sind einfach ein schwacher Kurs. So. Hilfe bei kritischem Squad. Nachschieben. Das war. Keine Ahnung. Ich hab hier Munition. Das war eben gar nicht schlecht. Wie gesagt, wir sollen jetzt die Funkstation verteidigen. Sobald unsere Funkstation zerstört sind, fallen wir zurück und der Gegner rückt vor. Das Ganze machen wir auf dieser Karte speziell dreimal. Auf manchen Karten wird das bis zu 6-mal gemacht. Also das ist kann eine durchaus lange Runde werden, wenn man dann wirklich alle Stationen durchspielt, also wirklich ausreizt mit den 100 Tickets und dann sich bei der letzten noch ein bisschen aufhängt. Also es kann durchaus lange dauern hier. Wir hoffen jetzt nicht, dass es so lange dauert, einfach weil ich dann jetzt ein bisschen wenig festgestellt habe, würde ich sagen. Ah, wo ist er? Krieg ich noch den? Ja, den habe ich noch gekriegt. So, ja, unsere Linie steht da. Es könnte sogar was werden mit den zwei Parts für dieses eine Let's Play-Teil. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, weil es ja eigentlich nur ein Seitenprojekt ist, dass ich hier wieder mal aufnehme, wenn mir langweilig ist. Da sind welche bei der Basis. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich glaube, ihr habt es noch nicht gesehen, jedenfalls nicht bei mir. Eine Funkstation sieht so aus. So. Sie kann außerdem durch Sprengstoffe beschädigt werden und durch Panzer und nicht durch Kugeln. Ja, also wenn ihr einen Panzer davor fahrt und eine Zeit lang auf diese Funktion schießt, werdet ihr sie auch kaputt kriegen. Witzigerweise gibt das viel mehr Punkte, als würdet ihr sie einfach sprengen, da ihr für jedes Mal anschießen die Meldung kriegt, dass ihr eine Funkstation beschädigt habt. Und das gibt 50 Punkte. Wenn es ein Squad-Angriff ist, sogar 60. Also, wenn ich Bravo, Entschuldigung, meine Nase. Einsatzziel Bravo hat ernste Probleme. Kümmert euch darum. Ja, sie hat ernste Probleme. Mein Arsch hat ernste Probleme. Ich kann ein bisschen was über meine Abonnenten sagen. Also, ich bin ja begeistert immer noch, dass ich so viele Abonnenten habe und auch so, häufig welche dazukommen. Also pro Tag kommen ungefähr 4 dazu. Tut mir leid, dass ich diese Lobeshymne an meine Abonnenten unterbrechen muss. Ihr seht oben vielleicht, dass der Panther Sucking Idiot Overpower Spawn Killing steigt. Das ist das mitunter lustigste an diesem ganzen Spiel. Die Leute, die ihren Ärger über das Spiel nicht in Grenzen halten können und einfach anfangen zu flamen. Es ist so lustig, weil die bringen sich über den beschissensten Scheiß auf. Ich meine, es gibt hier eine Waffe, okay, das ist die Abakan, die ist wirklich sehr, sehr stark, unfair stark. Aber meine Güte, es ist eine Waffe im Spiel und wenn sie jemand freigespielt hat, dann darf er sie auch benutzen, meiner Ansicht nach. Es ist quasi ein Sturmscharfschützengewehr. Also ihr trefft auf hohe Distanz ziemlich, ziemlich genau, unfair genau quasi. Aber Gott, es ist eine Waffe im Spiel und jemand hat sie sich freigespielt und will sie dann wahrscheinlich auch benutzen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich Abakan nur lese. Und es ist immer so witzig, weil diese Leute einfach, ich meine, es ist ein Spiel. Wenn ich hier jemanden abschieße, dann hat das nichts mit ihm als Person zu tun, dann ist das einfach Ziel des Spiels in dem Moment. Wenn man sich so darüber aufregt, es ist so witzig, man kann sich nur darüber totlachen, ey, das ist so witzig. Ja. Aber genug über Trolls. Und kommen wir zurück zum Spiel. Ich kann ja mal eben über meinen. Oh, ich habe natürlich jetzt voll in den ersten Part mit rein moderiert.
Nein, noch nicht. Ja, Leute, das war der erste Part. Es wird einen zweiten Part geben, wenn wir beide spielen. Danke, dass ihr mein Video angesehen habt. Der zweite Part kommt zeitnah und ja, bis gleich.